Ja, mein Name ist Monika Debus. Ich habe meine Werkstatt hier im Westerwald. Dieses Gebiet ist ja bekannt für seine Salzbrandtradition und ich arbeite auch mit dieser Salzbrandtradition. Das sind meine früheren Arbeiten. Diese expressiv bemalten, ja, eher Gefäßformen noch, für die ich auch relativ bekannt bin, würde ich mal sagen. Und das sind jetzt meine neuen Arbeiten. Die sind auch im Salzbrand gemacht, sehen ganz anders aus, sind eher skulptural. Und ich zeige jetzt mal, wie ich die mache. Als erstes muss ich immer eine Tonplatte vorbereiten. Das kann je nach Größe des Stücks eine große oder eine kleine Platte sein. Da weiß ich relativ dünn aus. So, das ist schon ganz gut. Und dann nehme ich hier meine Ränderscheibe. Das sind meine sogenannten Kartoffeln. So habe ich sie getauft, weil ich finde, die sehen aus wie Kartoffeln. Das sind meine Hilfsformen, mit denen ich diese Tonplatte forme, sozusagen. Da überlege ich mir immer verschiedene Konstellationen von, wie ich die lege. So, und dann kommt die Platte darüber. Ich mache noch ein bisschen hier. Mehr Abstand. So. So. Dann nehme ich mir hier einen Schaber. Ich mache das ein bisschen nass, dann geht das besser. Und forme das hier so ein, dass ich die Kartoffeln richtig durchdrücken, sozusagen. Und so eine wellige Form entsteht. Das soll möglichst keine Kanten geben, sondern ganz rund werden. Schön weich und organisch, sozusagen. Ich überlasse das da auch immer so ein bisschen dem Zufall, wie die Form entsteht. So, das wäre jetzt sozusagen der erste Schritt zu diesen Formen. Wenn das Leder hart ist, hole ich das von diesen Formen runter. Klebt man ein bisschen, dann muss ich das etwas lösen. Aber der Ton ist jetzt schon fest genug, dass er die Form behält. Dann unterstütze ich den noch so ein bisschen hier. Jetzt ist der noch weich genug, dass ich ihn noch ein bisschen formen kann und dann fange ich an, mit der Wulsttechnik die Form weiterzubauen. Jetzt ritze ich das so ein bisschen an, damit die Verbindung mit dem weichen Ton auf jeden Fall auch hält. Ich entscheide mich dann auch da spontan, welche Form das gibt. Ich fange jetzt erstmal an, nur diese Rundung hier zu machen.
Ich mache ganz wenig mit Werkzeug. Meistens mache ich alles mit den Händen. Da habe ich immer das beste Gefühl. Und damit kann man unheimlich viel machen. Dann wird außen verstrichen. Da setze ich durchaus auch noch mal ein bisschen Ton an, wenn es zu eckig wird bei dem Übergang von diesen zu den weichen Teilen. Und da bringe ich auch schon die Form noch ein bisschen nach innen. So mit dem Finger kann man das immer schön glatt streichen. Wenn ich merke, irgendwo ist ein bisschen dünn, dann streiche ich einfach ein bisschen mehr Ton drüber. Hier führe ich das mehr nach innen. Und hier kann ich es nach außen führen, wenn ich will. Ich entscheide da auch ganz spontan, wie ich die Form baue. Weil die sieht nachher, wenn die ganz fertig ist und dann auch noch bemalt wird, sieht die wieder ganz anders aus. Wenn ich dann nochmal solche Verläufe wie hier, diese Rundung, die hier in die andere Richtung wieder geht. So, das sieht schon ganz gut aus. Nachher muss ich die Form, irgendwann drehe ich die auch nochmal ganz rum, um auch hier die ganzen Unebenheiten noch wegzumachen. Aber dafür ist das natürlich hier oben noch zu weich. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Wie ich das Teil zu Ende baue. Sonst muss ich hier unten das natürlich soweit schon fertig haben, weil da komme ich nachher ja nicht mehr so richtig dran. Muss ich sehen, dass das jetzt hier schon so die Oberfläche so weit gearbeitet ist, dass die sozusagen fertig ist und glatt. Also die glatte Oberfläche, die passt zu dem, was ich nachher mit den Engoben drauf mache, einfach am besten. Ich habe es auch manchmal so mit Strukturen probiert, aber ich habe festgestellt, so diese ganz glatten Oberflächen ist das Beste dafür. Ich werde das jetzt einfach ganz zumachen. So. Und hier oben, da gehe ich dann nachher, wenn das noch mal etwas trockener ist, gehe ich dann noch mal, dann kann ich die ganze Oberfläche auch noch mal glätten. So auch von der anderen Seite. Und wenn man es so hält, zum Beispiel, sieht es schon wieder ganz anders aus. Und das gucke ich mir dann nachher genau an. Überlege mir eine Oberfläche dafür. Und im trockenen Zustand wird es dann fertiggestellt. Ich zeige mal auf einer anderen Form jetzt, wie ich weiter vorgehe. Die muss also trocken sein, bevor ich sie engobiere. Die Engobe, das ist eine Porzellanengobe, die habe ich auch früher schon für meine alten Arbeiten benutzt. In dem Fall ist es jetzt ein Grauton. Muss gut aufgerührt werden. Und dann gehe ich mit dem breiten Pinsel muss immer gucken, dass man die möglichst regelmäßig aufträgt. Ich muss ein paar Mal rübergehen auch. Aber die Engobe darf noch nicht eintrocknen.
wenn die so kurz vorm ganz Trockenen ist und ich würde eine zweite Schicht aufbringen, dann wirft das so Luftblasen. Deshalb muss ich immer sehen, dass ich diese zwei-, dreimal pinseln in einem Guss mache, sozusagen. So, ich glaube, jetzt ist es einigermaßen gleichmäßig. Da sieht man jetzt so ein bisschen die kleinen Luftbläschen, die entstehen, wenn das noch nicht ganz durchgetrocknet ist, aber das ist auch nicht so schlimm. So. Jo. Das muss jetzt ganz durchtrocknen. Und dann kann ich die Bemalung beginnen. Das ist jetzt schwarze Engobe. Die mische ich hier wie der Maler sozusagen auf der Palette mit ein bisschen mehr Farbkörper noch. Und angefangen habe damit zum Beispiel so, solche Striche zu machen. Oder Haare. Manchmal. Das ist natürlich eine Sisyphusarbeit. Das dauert ein paar Stunden, um das ganze Gefäß damit zu bedecken. Angefangen habe ich mit Wandstücken, die Punkte hatten. Jetzt habe ich gerade hier keins hängen. Da habe ich einen Punkt nach dem anderen gesetzt. Das könnte ich hier natürlich auch mal vormachen. Ich mache das mal gerade an einer anderen Stelle. Das sind natürlich keine richtigen runden Punkte, aber das passt einfach auch zu meiner Arbeit. Ich bin jetzt nicht der Perfektionist, weil Perfektion kann ja auch immer ein bisschen tot sein. Und ich finde das Unperfekte viel spannender. Ja, hier haben wir jetzt so ein fertig gebranntes Stück aus dem Salzofen. Das ist nur einmal gebrannt jetzt. Das macht man so im Salzbrand, weil man ja keine Glasur benutzt. Und die Brennergebnisse sind immer ein bisschen zufällig, was natürlich auch die Spannung ausmacht. Das ist jetzt ein Stück, was mit einer grauen Engobe grundiert ist und mit einer schwarzen Engobe bemalt. Und durch den Salzbrand wird diese graue Engobe so ein bisschen in den Farben moduliert. Da geht es von gelblichen Stellen, wo viel Salz hingekommen ist, bis zu den kühleren grauen Stellen. Und das macht die Lebendigkeit dieses Stückes dann aus, letzten Endes. Ja, und so sieht das jetzt aus.